sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wittenbergerinnen und Wittenberger, wir haben uns vor gut einem Jahr auf den Weg gemacht und haben überlegt, wollen wir uns bewerben für eine Landesgartenschau. Wir haben uns viel Mühe gegeben im Rahmen der Bürgerbeteiligung. Wir haben Fachforen gehabt, wir haben miteinander diskutiert, wir haben Online-Beteiligung organisiert, wir haben, als es noch möglich war, uns tatsächlich getroffen, ausgetauscht. Es ist unglaublich viel passiert und alles mündete dann insgesamt in dieser Machbarkeitsstudie. Und was wir aber in diesem Jahr gelernt haben, ist, die Wittenberger leben mit der Elbe, aber sie ist bisweilen unendlich weit weg. Und das ist die große Sehnsucht, Stück für Stück an die Elbe heranzurücken und die Elbe als Lieblingsort für uns alle wieder erlebbar zu machen. Das ist das, worum es geht. Und in den nächsten 4 Tagen wollen wir Ihnen in 4 kurzen Filmen zeigen, wie es aussehen könnte. So eine Landesgartenschau. Wie kann es möglich sein, dass wir an die Elbe direkt ranrücken? Was können wir dafür tun? Und das wollen wir Ihnen zeigen, wollen Sie jetzt mitnehmen vor dem Hintergrund von Corona auf eine virtuelle Reise. Und es wäre schön, wenn Sie daran teilnehmen, wenn Sie sich beteiligen und dann vielleicht auch wieder sich einbringen. Also Lager 2027, wie schön wäre das denn? Wir beginnen unseren Rundgang am Hauptbahnhof, dem zentralen Ankunftsraum für Gartenschaubesucher. Wir holen uns noch einen Kaffee für unterwegs am täglich vor Ort anzutreffenden Coffee-Bike und begeben uns auf den Weg durch den seit November 2020 neu geschaffenen Tunnel in Richtung Osten der Stadt. Im Umfeld des Bahnhofs stehen bereits heute zahlreiche Besucherparkplätze zur Verfügung und zusätzliche temporäre Plätze könnten hier für eine Gartenschau geschaffen werden. Wo aktuell noch Wege im Nichts enden, wird es schon Anfang nächsten Jahres eine Anbindung in Richtung Kirchhofstraße im Stadtteil Elstervorstadt geben. Weitere Wege sollen geschaffen werden, so die Speckebachpromenade, benannt nach dem hier verlaufenden Bachlauf. Als Verbindungsraum in Richtung Elbe bietet sich der neue Friedhof in der Dresdner Straße an. Er stellt mit seinen historischen Grabstätten und Mausoleen ein wertvolles Kulturdenkmal dar. Ein vorhandener Weg mit einer wunderschönen Lindenallee führt uns geradewegs zum neu geplanten Elbequartier und Uferpark.